18. August 1960. 160 Kilometer über der Erde beginnt ein geheimes Wettrennen im Weltraum. Corona, der erste optische Spionagesatellit der USA, wird in Betrieb genommen. In der Kapsel fast 1000 Meter Film. Die Kamera kann Objekte in der Größe eines Lastwagens auf russischem Boden erfassen. Zumindest bei klarem Wetter. Der Satellit nimmt Bilder auf. An einem Fallschirm kehrt die Filmkapsel zur Erde zurück. Sie landet auf Hawaii. Ein Flugzeug holt sie dort ab und bringt sie nach Washington. Hier wird der Film entwickelt. Die fertigen Bilder liegen dann auf riesigen Leuchttischen. Und was ist zu sehen? Die Wolken von oben. Eigentlich soll Corona die russischen Atomraketenbasen unter den Wolken aufspüren. Die besten Ingenieure, die die CIA finden konnte, haben den Satelliten auf den Weg gebracht. Aber ohne menschliche Steuerung aus dem All scheint das Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Man glaubte, ein Mensch könnte da oben besser beurteilen, was wichtig ist und was nicht. Spionage war nur ein Aspekt. Wir bekamen mehrere Dokumente. Eins enthielt eine Liste mit Experimenten. Zum Beispiel einen russischen Satelliten abzufangen, ihn von der Erdumlaufbahn zu verdrängen oder auch vollständig zu zerstören. Astronauten auf geheime Mission in den Weltraum zu schicken, birgt ein enormes Risiko. Alle Versuche müssen absolut geheim gehalten werden und nur ein ausgewählter Kreis darf Bescheid wissen. Man konnte niemandem davon erzählen. Ich durfte nicht mal meiner Frau was sagen. Die Sache ist immer noch geheim. Das steht außer Frage. Die Geschichte beginnt im Januar 1964. Die besten Militärpiloten der USA finden sich an der Edwards Air Force Base in Kalifornien ein. Sie sollen an der Aerospace Research Pilot School, kurz ARPS, ausgebildet werden. Ich traf an der sogenannten ARPS ein und kannte niemanden. ARPS wird von Chuck Yeager geleitet, der als erster Mensch in Überschallgeschwindigkeit geflogen war. Dort werden Militärpiloten zu Astronauten für das zivile Weltraumprogramm der NASA ausgebildet. In diesem Jahr geht es jedoch um etwas anderes. Wir nahmen an allen Veranstaltungen und Übungen teil. Aber im Herbst wurde uns klar, dass etwas Seltsames vor sich geht. Sie führten offenbar ein geheimes Verfahren durch, eine Art Pilotenauswahl. Sie standen in Konkurrenz, ohne davon zu wissen. Ständig wurden sie beobachtet und bewertet, um herauszufinden, wer die besten Astronauten abgeben würde. Das Programm war so geheim, dass selbst die Anwärter nichts davon wissen durften. Morgens wurde geflogen, nachmittags lernten wir Theorie und in der Nacht haben wir Daten analysiert. Auf dem Lehrplan standen Astronomie, Flugmechanik und Orbitalmechanik, also das Verhältnis von Körpern zueinander auf der Erdumlaufbahn oder auf dem Weg zum Mond. Neben Theorie und Flugstunden müssen die Astronautenschüler noch mehr bewältigen. Sie werden in Zentrifugen geschleudert, auf speziellen Sitzen durchgerüttelt und mit psychologischen Tests auf ihre Eignung überprüft.
Irgendwann stand die Liste fest. Ich war dabei und fiel fast in Ohnmacht. Auch die physische Größe spielte eine Rolle für die Auswahl. Als Höchstmaß galt 1,83 Meter, aber ich war fast 1,88 Meter. Doch ich wollte unbedingt dabei sein und zog meinen Helm so weit runter, dass mir fast schlecht wurde. Es hat gerade so gereicht. Am Ende waren von 100 Leuten noch 8 übrig. Da war ich schon ein bisschen stolz. Das war im Jahr 1964. Bis dahin gab es die ersten bemannten Flüge im Rahmen des Mercury-Programms. Die späteren Gemini-Astronauten gehörten zur NASA. Und jetzt sollten wir vom Militär in den Weltraum fliegen. Wir waren ganz oben. Irgendwann haben sie den ausgewählten Männern eine Erklärung gegeben, den wahren Grund aber weiterhin verschleiert. Man sagte ihnen, dass sie im Weltraum verschiedene Experimente durchführen sollten. Ein bemannter Raumflug kann im Unterschied zu Spionageflugzeugen oder Satelliten nicht geheim gehalten werden. Deshalb geben sie ihn als Laborflug aus, um die wahre Absicht vor der Öffentlichkeit zu verschleiern. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Präsident Lyndon B. Johnson gibt das Programm bekannt und fügt eine Erklärung hinzu, die ihm die Amerikaner und im besten Fall auch die Russen abnehmen werden. Good morning, ladies and gentlemen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Heute beauftrage ich das Verteidigungsministerium mit der Entwicklung eines bemannten Raumlabors auf der Erdumlaufbahn. Es soll uns Kenntnisse über die Möglichkeiten des Menschen im Weltraum verschaffen. Das bemannte Raumlabor, oder nach der englischen Bezeichnung kurz MOLE genannt, wird als Weltraumstation ausgegeben, in der 2 Militärastronauten 30-tägige Einsätze absolvieren. Sie sollen Routineexperimente an sich selbst durchführen und die Umsetzung verschiedener Aufgaben im Weltraum testen. Ein militärischer Einsatz oder gar Spionage werden nicht erwähnt. Die Entwicklungskosten betragen 1 Milliarde und 500 Millionen Dollar. Es dauert weitere 3 Monate, bis die Crew von der wahren Absicht ihres Einsatzes erfährt. Das war ein besonderer Tag. Da haben wir alles über das Programm erfahren. Tatsächlich ist das MOLE eine Spionagestation im Weltraum, mit einer Kamera in der Größe eines Autos. Sie soll auf einer Umlaufbahn fliegen, die die maximale Abdeckung des russischen Territoriums ermöglicht. Aus den Astronauten werden Weltraumspione. Alle waren begeistert. Mit so einer Sache konnte man einen Beitrag leisten. Wir würden nicht untersuchen, wie die afrikanische Fruchtfliege in der Schwerelosigkeit reagiert, sondern etwas Sinnvolles tun. Zumindest dachten wir das. Vorher habe ich das locker gesehen. Ich war nicht sonderlich beeindruckt. Aber jetzt war es anders. Wir würden Spionagebilder aufnehmen. Man glaubte, ein Mensch könnte da oben besser beurteilen, was wichtig ist und was nicht. Vorgesehen ist ein 17 Meter langes Labormodul, an dessen Spitze sich eine Gemini-Kapsel mit zweiköpfiger Besatzung befindet. Der Zugang zu dem unter Druck stehenden Labor soll durch eine Luke im Hitzeschild der Kapsel und einen schmalen Tunnel im MOLE erfolgen. Die Weltraumspione können wichtige Ziele durch ein Sichtfenster verfolgen und fotografieren. Nach Abschluss des 30-tägigen Einsatzes sollen sie in der Kapsel zur Erde zurückkehren. Das Labor bleibt im All, verlässt später die Umlaufbahn und verbrennt in der Atmosphäre. Mit diesem hochvertraulichen Auftrag begeben sich die Weltraumspione in eine geheime Welt. Die einzigen, mit denen man sich über die Arbeit austauschen konnte, waren die Mitarbeiter des Programms.
Auf Reisen haben wir uns niemals als Mitglieder von MOL ausgewiesen. Manchmal waren wir sogar mit gefälschten Ausweisen unterwegs. Natürlich haben wir nicht überall verbreitet, dass wir Astronauten sind. Unter uns kursierte der Scherz, dass auf Seite 50 einer Zeitung eines Tages die Meldung erscheinen würde: Ein unbekanntes Raumschiff ist mit unbekannten Astronauten von einer unbekannten Abschussrampe zu einer unbekannten Mission ins All aufgebrochen. Trotz der sorgfältig gewählten Erläuterungen und all der Sicherheitsmaßnahmen wird das Vorhaben von der halben Welt und vor allem den Russen aufmerksam verfolgt. Und sie glauben kein Wort. Wir hatten Informationen über MOL aus offenen und geheimen Quellen. Die Russen waren wirklich schlau. Sie sahen das MOL und dessen Systemaufbau und erkannten sofort, dass es hier nicht nur um ein paar militärische Experimente geht. Russland war umgeben von amerikanischen Atomraketenbasen, über die wir Informationen brauchten. Aufklärung vom Weltraum aus war absolut notwendig. Wir stellten uns die Frage, wie potenzielle Ziele erkannt und lokalisiert werden können. So entstand das Projekt Almaz. Auf Russisch bedeutet Almaz Rohdiamant. Der Codename für das Spionageraumschiff der Sowjets. Das Projekt ist ein Staatsgeheimnis und soll MOL in den Schatten stellen. Almaz war nicht bloß ein Satellit oder ein Raumschiff, sondern ein komplexes System mit einem Gesamtgewicht von fast 20 Tonnen. Es ging um zwei gewaltige, aneinander gekuppelte Raumschiffe. Die russischen Kosmonauten sollten die Erde fotografieren und vielleicht auch Kampfsimulationen durchführen. Es soll nicht nur größer sein, sondern auch besser. Im Unterschied zum MOL würde Almaz mehrere Jahre auf der Umlaufbahn bleiben. Durch Versorgungsschiffe könnten Besatzung und Geräte ausgetauscht werden. Die Sowjetunion war damals in vielerlei Hinsicht voraus. Der erste Satellit, der erste Mensch im Weltraum, alles von uns. Wir fühlten uns überlegen. Almaz gegen MOL. Das war ein geheimer Wettkampf im All. Ein Rennen ohne Paraden. Worin der Konflikt bestand? Die Russen waren der Feind. Das war klar. Das Ziel bestand darin, die Russen im Weltraum zu schlagen. Dieser russische Riesenbär kam uns mitten im Kalten Krieg allmächtig und allwissend vor. Ständig habe ich befürchtet, sie hätten uns überholt. Die zeitliche Entwicklung dieser Programme verlief nahezu gleich. Im Geheimen absolviert die MOL Crew ein Trainingsprogramm und simuliert dabei das Leben in Schwerelosigkeit. In Zero-G-Flugzeugen haben wir geübt, bei Schwerelosigkeit durch die Luke der Gemini-Kapsel zu kriechen. Immer wieder üben die Männer den Durchstieg durch die Luke und den schmalen Tunnel, der die Gemini-Kapsel mit dem Labormodul verbindet. Man kam nur durch diesen engen Tunnel in die Gemini zurück. Allmählich wurden wir immer besser. Gleichzeitig absolvieren Kosmonauten dieselben Übungen in russischen Flugzeugen. Obwohl Amerikaner und Sowjets keine Informationen ausgetauscht haben, waren wir auf demselben Weg.
Auch bei uns war die Raumstation über eine Luke mit der Kapsel verbunden. Russische Konstrukteure bauen Unterwassertanks mit einem Modell des Raumschiffs, um das Leben an Bord der Almaz zu simulieren. Sie üben komplizierte Vorgänge wie das Umladen von Filmkapseln in die Station. Auf der anderen Seite der Erde kommen die Amerikaner zu derselben Lösung. Der ehemalige Testpilot Bud Evans konzipiert das Unterwassertrainingsprogramm. Im Flugzeug dauert die Schwerelosigkeit 40 bis maximal 75 Sekunden. Das ist zu kurz, um herauszufinden, wie viel Zeit man für eine bestimmte Aufgabe braucht. Deshalb haben wir das alles immer wieder unter Wasser simuliert. Vor Buck Island in der Karibik wurde eine Unterwassertrainingseinrichtung mit einem riesigen Modell des Mole gebaut. Bei den Simulationen legt sich die Mole-Crew zuerst eine Tauchausrüstung und dann die Raumanzüge an. Das war so ähnlich wie im Weltraum. Bei verminderter Schwerkraft kann man sich nicht so bewegen wie sonst. Im Modell des Mole befasst sich die Crew mit alles entscheidenden Aufgaben. Sie trainiert immer wieder die Pakete mit dem belichteten Film durch den engen Tunnel in die Gemini-Kapsel zurückzubringen. Wir mussten wissen, wie lange das dauert. Und konnten dann mit realistischen Zeiträumen kalkulieren. Das Training der Astronauten und Kosmonauten dient der Aufklärung. Aber für militärische Planer sind Spionagestationen im All nur der erste Schritt. Jede Nation mit ausreichender Kenntnis der Raumfahrttechnik kann ein Fahrzeug in ein militärisches Raumschiff verwandeln und die Nutzung des Weltraums verschleiern. Ein Film der Air Force aus dem Jahr 1963 trägt den Titel Weltraum und nationale Sicherheit. Das All wird hier als Schlachtfeld dargestellt, das dem Militär zufolge enorme Ausmaße annehmen kann. In den 1960er Jahren wurde auf beiden Seiten geklotzt und nicht gekleckert. Die Russen sprachen von mehreren bemannten Kampf- und Aufklärungsstationen mit Dutzenden von Kosmonauten. Manned by dozens and dozens of cosmonauts. Wir bekamen mehrere Dokumente. Eins enthielt eine Liste mit Experimenten, die im Mole ausgeführt werden sollten. Manche klingen heute haarsträubend. Zum Beispiel einen russischen Satelliten abzufangen oder zu stehlen, ihn von der Erdumlaufbahn zu verdrängen oder auch vollständig zu zerstören. Natürlich war uns klar, dass die Amerikaner Abfangsatelliten und Killersatelliten bauen wollten. Deshalb haben wir eine spezielle Kanone für die Raumstation entwickelt. Wir wollten testen, wie sie da oben funktioniert. Wer der Almaz näher kommt oder sie angreift, könnte zerstört werden. Ingenieure und Konstrukteure beider Seiten müssen fundamentale Gesetze der Physik beachten, damit die Weltraumspione das feindliche Territorium aus 160 Kilometern Höhe ausspähen können. Wer noch nie im Weltraum war, hat keine Ahnung, was es heißt, bei einer Geschwindigkeit von 29.000 Stundenkilometern auf den Boden zu schauen. Schon mit normaler Sehschärfe konnte man Öltanker im Golf von Oman erkennen, wenn man aus dem Fenster sah. Die wirkten so groß. Alle kleineren Objekte waren ohne Vergrößerung nicht zu sehen. Das für das Mole entwickelte Vergrößerungssystem
ist in den 60er Jahren auf dem aktuellsten Stand der Technik. Mit der Kamera und einer Optik aus mehreren gefalteten Spiegeln ist es der Zeit so weit voraus, dass es nahezu identisch auch heute noch verwendet wird. Stellen Sie sich Hubble vor, dieses riesige, auf die Sterne gerichtete Weltraumteleskop. Drehen Sie es um und richten Sie es auf die Erde. Dann haben Sie den Spionagesatelliten. Er hatte eine enorm hohe Auflösung. Die Analyse von Fotos ist eine Frage der Auflösung. Je höher die Auflösung, desto kleinere Objekte sind zu sehen. Die Kamera des Mole konnte Objekte bis zu einer Größe von 3 Zoll erfassen. Das sind 7,6 Zentimeter. Mit der 3-Zoll-Auflösung konnten wir technische Details zur Art und zum Ausmaß der Bedrohung erfassen. Bei der militärischen Aufklärung geht es seit jeher um die höchstmögliche Auflösung. Aber man muss abwägen, je schärfer das Bild und je höher die Auflösung, desto kleiner die Abdeckung. Man braucht aber einen größeren Ausschnitt, um interessante Details zu finden und dann näher ins Auge zu fassen. Im Mole-Trainingssimulator kann man die Linsen mit Steuerhebeln von einer Seite zur anderen bewegen und ein- und auszoomen. Ein Weitwinkelbildsucher findet Ziele auch am äußersten Rand. Wir sahen durch optische Okulare und konnten die Sichtlinie vorgeben. Dann wurde mit simulierten Fotos getestet, wie schnell und genau wir auf einen Punkt fokussieren können. Das Kamerasystem stellt hohe technische Anforderungen. Es verlangt höchste Präzision bei der Erfassung beweglicher Ziele, während die Station um die Erde kreist. Sie wollten ein Objekt auf der Erde fotografieren, während sich die Erde mit 1666 Kilometern pro Stunde um die eigene Achse dreht und sie selbst mit 28.000 Stundenkilometern um die Erde kreisen. Das Kamerasystem musste in der Lage sein, genaue Bilder zu liefern, obwohl sich alles in einem unterschiedlichen Verhältnis zueinander bewegt. In beiden Ländern versuchen Ingenieure, erste Systeme zur Bewegungserfassung zu entwickeln. Wir brauchten ein Kontrollsystem, mit dem die Kamera auf ein Ziel fokussiert werden kann, um Unschärfe zu vermeiden. Auf der Almaz konnte das Bild mit einem speziellen Instrument eingefroren werden. Die Kamera bewegte sich und kompensierte den Winkelabstand zu einem bestimmten Punkt. Während des Überfliegens verlagerte sie sich langsam, damit ein bestimmtes Territorium im Blickfeld bleiben konnte. Das Tracking- und Zielauswahlsystem des Mole basiert auf Computern. Nach heutigen Standards war das alles noch unausgereift. Die IBM-Rechner konnten nicht mal 50.000 Wörter speichern. Ich war damals bei IBM. Da saßen die Damen und fädelten kleine, hartmagnetische Ringkerne auf Drähte und das ergab dann den Arbeitsspeicher. Heute hat wahrscheinlich jedes Handy mehr Arbeitsspeicher als diese Computer damals. Das Mole ist aber nicht wegen der Computer und Tracking-Systeme so außergewöhnlich. Das Besondere am Mole bestand darin, dass Menschen an Bord waren. Menschen können Entscheidungen treffen, Anpassungen vornehmen und so weiter. Das macht den großen Unterschied aus. Da stellt sich jedoch eine Frage. Man investiert enorme Ressourcen, um eine Crew im Weltraum einzusetzen. Sie kann eine Echtzeitanalyse der Ziele liefern und die Auswahl treffen, welches Ziel interessant genug ist, um mehr darüber herauszufinden. Aber ist es das wert? Müssen all diese Ressourcen aufgewendet werden, nur um das zu erfahren? Die Kosten für das Mole-Programm nahmen zu, weil bestimmte Vorgaben erfüllt werden mussten. Sicherheitsfunktionen und das zusätzliche Gewicht verlangten ein noch größeres Raumschiff, das mehr Treibstoff braucht. Von allen Seiten stiegen die Kosten.
Mowell war sehr kostspielig. Heute wirkt der Betrag lächerlich, aber damals waren 3 Milliarden Dollar für ein solches Programm eine Menge Geld. Damals amtierte Präsident Johnson. Er musste sein sozialpolitisches Reformprogramm finanzieren, wollte Mittel für die Ausweitung des Krieges in Vietnam bereitstellen und die Fahrt zum Mond mit der Apollo unterstützen. Und zu all dem noch wir. Jedes Jahr würden wir das Budget belasten. Ironisch sagten wir uns, das Einzige, was bei diesem Programm konstant bleibt, ist die Anzahl der Tage bis zum Start. Das Startdatum für die erste Mission des Mowell ist für August 1970 geplant. Die Russen wollen Almaz zur Feier von Lenins 100. Geburtstag im April desselben Jahres ins All schicken. Im November 1966 machen die Amerikaner einen wichtigen Schritt vorwärts. In Cape Canaveral wird eine neue Raketenkonfiguration zur Abschussrampe gerollt. An der Spitze der Trägerrakete Titan 3C befindet sich ein leeres Modell des Mowell und davor eine unbemannte Gemini-B-Kapsel. Die Konstrukteure wollen testen, ob der Hitzeschild der Gemini auch nach der Installation der Zugangsluke zum Mowell noch funktioniert. Mit den NASA-Astronauten der 60er Jahre waren wir gut befreundet. Wir kannten sie alle. Wir fuhren oft nach Houston. Da erzählten sie uns ausführlich von ihrer Arbeit. Und wir sagten absolut gar nichts über unsere. Wir waren einfach anders. Wir erschienen nicht auf dem Titel des Life Magazine und fuhren auch keine Corvettes. Wir hatten einen anderen Auftrag. Am 3. November um 8.50 Uhr kommt Bewegung ins Mowell-Programm. Knapp 160 Kilometer über der Erde wird die unbemannte Kapsel abgestoßen. Schiffe der US Navy greifen sie 8.800 Kilometer entfernt im Atlantik auf. Sie ist unbeschädigt und beweist, dass Piloten den Wiedereintritt in die Atmosphäre überleben können. Das Ausbildungsprogramm zu überleben ist eine andere Sache. Major Robert Lawrence wird als einer der letzten für Mowell ausgewählt. Er gehört zu den besten Piloten der Air Force, hat in Chemie promoviert und ist der erste Afroamerikaner, der Astronaut werden soll. Bob war ein ausgezeichneter Pilot. Ein Unfall kam mir niemals in den Sinn. Es passierte bei einem simulierten Zugang zum Shuttle in einer F-104, ein schwieriges Manöver. Harf Royer steuerte das Flugzeug. Er hatte nur 1 oder 2 Sekunden falsch eingeschätzt, aber das war zu viel. Die Maschine kam zu weit runter, ist auf den Boden aufgeprallt, hat Feuer gefangen und sich dann überschlagen. Beide haben den Schleudersitz ausgelöst, aber nur Royer hat überlebt, Bob nicht. Ich war zu Hause und sah durch das Fenster, als Bob Harris auf das Haus zukam. Da war mir schon alles klar. Das war eine Erfahrung, die das ganze Leben verändert. Plötzlich ist alles anders. Am Morgen ist alles gut und ein paar Minuten später stehst du vor dem Aus. An diesem Morgen wollte Bob seinen Flug tauschen und bat mich, seinen zu übernehmen. Was soll ich sagen? Eigentlich hätte ich auf dem Rücksitz des Flugzeugs sitzen sollen. Und nicht er. Backseat of that airplane instead of him.
Durch den Unfall wurde uns schlagartig klar, wie klein unsere Gruppe ist. Das war ein großes Problem. Wir beschlossen, noch mehr und noch intensiver zu arbeiten. Anfang 1969 scheinen Russen und Amerikaner im Rennen um die ersten Spione im Weltall gleich auf. Beide Seiten haben enorme Fortschritte erzielt und sind zugleich weit hinter jeder Planung zurück. Wir dachten, die Raumstation in ein oder zwei Jahren starten zu können. Aber wir waren schon 3 Jahre im Rückstand. Zum ersten Mal war ich zuversichtlich, dass es klappen kann. Manche waren beunruhigt über die Aktivitäten der Russen. Aber was sie nicht wussten, der eigentliche Wettkampf fand nicht mit den Russen statt, sondern innerhalb ihrer eigenen Regierung. Direkt daneben lag das NRO, das National Reconnaissance Office, eine streng geheime Einrichtung in den 60er Jahren. Sogar der Name wurde erst zu Beginn der 90er Jahre als nicht mehr geheim eingestuft. Es sollte herausfinden, wie Satelliten auf der Umlaufbahn platziert werden können, die dieselbe Auflösung erzielen. Es arbeitete an einem konkurrierenden System mit Unterstützung der CIA. Lawrence Kantz war NRO-Mitarbeiter und an der Planung von Mole beteiligt. Er besaß als einer der wenigen eine Unbedenklichkeitserklärung für beide Programme. Mit beiden Programmen sollte eine 3-Zoll-Auflösung entwickelt werden. Aus technischer Sicht lagen sie gleich auf. Wir wussten, dass unbemannte Aufklärungssatelliten mit unglaublicher Leistung konstruiert wurden. Die anderen meinten, sie brauchten uns nicht, und wir meinten, ohne uns schafft ihr es nicht. Als ich mir das unbemannte System vor Ort angesehen habe, war klar, dass sie uns nicht dabei haben wollen. Wir durften auch nur rein, weil es von oben angewiesen worden war. Der Staatssekretär der Air Force legt ohne Wissen der Mole-Crew in letzter Minute bei Präsident Nixon Einspruch ein. Die Zukunft des Programms steht auf dem Spiel. Für Hank Hartsfield ist der Morgen des 10. Juni 1969 wie jeder andere. Ich stieg in mein Auto und verfolgte über kleine Ohrstöpsel die Lokalnachrichten. Alles schien okay. Dann kam die Meldung. Heute Morgen hat das Verteidigungsministerium das Mole-Projekt eingestellt. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los? Ich schaltete einen anderen Sender ein, aber da kam die gleiche Meldung. Ich war gerade in einer Besprechung mit einem Techniker. Da tippte mir Mac auf die Schulter. Ich sah mich um, schaute ihm in die Augen und er sagte, ganz leise, sodass niemand mithören konnte, das Programm wurde eingestellt. Ich drehte mich wieder um zu dem Techniker, aber mein Kopf war völlig leer. Ich wusste nicht mehr, worüber wir geredet hatten. Was passiert jetzt mit den 14 Astronauten, die sich auf lange Einsätze vorbereitet haben? Sie werden sicher andere entsprechende Aufgaben finden. Das sind richtig gute Leute. Sie werden viele Gelegenheiten finden, dieses Experiment für ihre Karrieren zu nutzen. Das Ende des Mole-Programms verläuft genauso unauffällig wie der Beginn. 6 Wochen später steht die bemannte Raumfahrt im Fokus der Weltöffentlichkeit. Aber da geht es um Neil Armstrongs erste Schritte auf dem Mond. In diesem Moment war die ganze Welt vereint. Alle waren glücklich, dass ein Mensch auf einem anderen Planeten gelandet war. Aber nachts muss ich manchmal weinen, weil es uns versagt geblieben ist.
Die Amerikaner waren 1969 auf dem Mond gelandet. Bis dahin das größte Ereignis in der Geschichte der Weltraumforschung. Das Rennen um den Mond hatten die Russen verloren. Deshalb forderte Dmitri Ustinov, der Leiter des sowjetischen Weltraumprogramms, eine Reaktion. Die Antwort der Sowjetunion: die Spionagestation Almaz. Sie braucht 13 Jahre bis zur Fertigstellung. Die erhaltene Kapsel liegt verschlossen in einem Lager bei Moskau, zu dem Fremde bis heute keinen Zugang haben. Nur in Begleitung eines russischen Kamerateams wird uns der Zutritt gewährt. Die Kapsel der Almaz ist in drei Bereiche unterteilt. Einer ist für die Crew, mit einem einfachen Bett, einem Tisch und einem Tank mit Trinkwasser. Im zweiten befinden sich Sensoren, insbesondere die Kamera mit einem Gewicht von mehr als 2 Tonnen und 6 Meter langen gefalteten Spiegeln. In der Mitte steht das Betriebsmodul, mit dem nahezu jeder Punkt auf der Erde fokussiert werden kann. Ein Globus dokumentiert den Standort auf der Erdumlaufbahn. Auf einem Bildschirm ist eine 100 Kilometer Panoramaansicht der Erde zu sehen. Davor steht ein Bildsucher, der bis auf 100 Meter heranzoomen kann. Damit kann man aus 250 Kilometern Höhe Details erkennen, die einen halben Meter groß sind. Zum Beispiel die Marke eines Autos, ob Ford oder Toyota. Die Station ist mit einem Selbststeuerungseffekt versehen. Beim Überfliegen des Ziels dreht sie sich, sodass die Bilder beim Betätigen des Auslösers nicht unscharf werden. Außen befindet sich, erstmals bei einem bemannten Raumflug, eine Waffe. Eine 23mm Kanone, mit der ein feindlicher Satellit beschossen werden kann, wenn er zu nahe kommt. Juni 1974. Die Almaz wird an der Spitze einer riesigen Trägerrakete zur Startrampe in Baikonur befördert. Die Kapsel ist mit einer Ummantelung versehen, damit sie von amerikanischen Aufklärungssatelliten nicht fotografiert werden kann. Neun Tage später folgen Oberst Pavel Popowitsch und sein Flugingenieur Oberstleutnant Juri Artukin und docken an der Almaz-Station an. Sie sind die ersten Weltraumspione auf der Erdumlaufbahn. Ihr Einsatz dauert 15 Tage. Spätere Missionen zur Almaz stehen unter einem schlechten Stern. Zweimal misslingt das Andocken an die Station, die Kosmonauten kehren mit leeren Händen zurück. Beim dritten Versuch wird es noch schlimmer. Es gelingt den Kosmonauten, an Bord der Almaz zu gehen, am 42. Tag jedoch fällt der Strom aus, während sie gerade über der dunklen Seite der Erde kreisen. Plötzlich herrscht totale Finsternis. Sirenen ertönen. Ohne Funkkontakt versuchen sie 2 Stunden lang, die Systeme wieder in Gang zu bringen. Als der Strom wieder fließt, kommt es zu einem weiteren Vorfall. Der Flugingenieur bricht zusammen und erleidet akustische Halluzinationen. Kein Medikament an Bord kann Abhilfe schaffen. 6 Tage später erhalten die Kosmonauten den Befehl, zur Erde zurückzukehren. Viktor Gorbatko, Oberst der sowjetischen Luftwaffe, fliegt im Februar 1977 als Letzter zur Almaz. Diese Mission verläuft nahezu fehlerlos. Beim Überfliegen der USA habe ich New York sofort erkannt. Ich sah Menschen auf den Straßen und Objekte, die 1 Meter groß waren.
Beim Flug über Militärbasen konnte ich die Anzahl der Flugzeuge zählen. Wir hatten die Aufgabe, alle Waffen zu fotografieren, die wir erkennen. Das war alles. Die Almaz umkreist die Erde in 90 Minuten. Gorbatko zufolge dient sie zum Bespitzeln der USA und deren Verbündeten. Wir sollten Schiffe und Flugzeuge der gegnerischen Seite fotografieren und zählen. Wie zum Beispiel in Israel, wo es zu militärischen Spannungen gekommen war. Gorbatko sieht einen großen Unterschied zwischen Spionage und Kriegen im Weltraum. Unsere Mission war friedlicher Natur. Keine Schüsse, nur Fotos. Wir waren Weltraumspione. Ein guter Titel für ihren Film. Im Kreml stellen sich hohe sowjetische Beamte dieselbe Frage wie ihre amerikanischen Kontrahenten 8 Jahre zuvor. Haben sich all der Aufwand und das Risiko dafür gelohnt? Die Russen fühlten sich als Sieger, aber am Ende war es ein wertloser Sieg, denn sie kamen im Prinzip zum selben Ergebnis. Sie haben nur fast 10 Jahre länger dafür gebraucht. Am 25. Februar 1977 dockt Oberst Gorbatko um 9.21 Uhr Moskauer Zeit von der Almaz ab und nimmt Kurs auf Kasachstan. Er und sein Partner sind die letzten Weltraumspione. Nach 13 Jahren intensivster wissenschaftlicher Forschung auf beiden Seiten und Ausgaben in Milliardenhöhe werden tatsächlich nur 5 Missionen durchgeführt. Alle von den Russen. Nur 2 davon gelten als erfolgreich. All der Aufwand für insgesamt 81 Tage im All. Das war ein Kampf Mensch gegen Maschine. Die Maschine hat gewonnen. Ich finde, das Programm wurde voreilig eingestellt. Das heißt, unbemannte Raumstationen seien effizienter. Ich behaupte das Gegenteil. Das war ein sinnvolles Programm. Wir hätten einen wertvollen Beitrag leisten können. Ich finde, es wurde zu früh abgebrochen. Ich glaube, es war wichtig und ich glaube auch, dass unsere Arbeit positive Auswirkungen auf die weitere Entwicklung hatte. 2 Monate bevor der letzte russische Kosmonaut die Almaz verlassen wird, startet das amerikanische NRO erfolgreich seinen ersten unbemannten Spionagesatelliten KH-11. Anstelle von Film nutzt er Videosensoren, um Bilder mit 3 Zoll Auflösung aufzunehmen. Das digitale Zeitalter der Spionage hat begonnen. Damit werden amerikanische Weltraumspione überflüssig, bevor sie jemals im All gewesen sind. 30 Jahre später wird die Erde lautlos von Dutzenden unbemannten Satelliten überwacht. Auch sie sind ein Erbe der Weltraumspione.